Ah, okay. Oh, fuck, ich werde sterben. Außer du haust mir jetzt eine Heilung raus. Oh, fuck. Ah, ich versuche ihn zu verzaubern. Okay, der andere ist auch. Okay, und meine dicken Kugeln. Gut, dass da mal ein paar auf der Münzpresse sterben. Das stimmt, ja. Okay, Leben wäre ganz gut. Brost, wie viel Geld hast du? Na okay, nimm dir die Münze. Oh, Entschuldigung. Passt schon. Ich werde hier draußen noch mal ein paar Säure... Oder eher gesagt, zwei Säurefallen hinstellen. In die Ecke mache ich noch mal einen davon. Eine Münzpresse. Oh, mal zur Sicherheit... Oh, verdammt, Explosionsdinger. Ich habe mal unten eine Münzpresse hingepackt, weil da sterben ja auch... Ah, fuck, kannst du mich wiederbeleben? Ach, wiederbeleben, man kann ja gar nicht wiederbeleben. Man spawnt hier einfach. Ja, die letzte Session ist schon ein bisschen her. Und wann haben wir überhaupt letztes Mal gespielt? Ich weiß das gar nicht mehr. Ist eine Woche her, oder? Ja, eine Woche, glaube ich. Okay, Orcs Must Die ist, glaube ich, schon ein bisschen länger. Ja, wir haben ja ein bisschen größeren Pusher gehabt. Puffer gehabt. Oder liegen sehr viele Münzen. Das stimmt. Oh, scheiße, Mana-Brunnen leer. Und da kommt ein... Boah, ich sehe gar nichts. Ich auch nicht. Es ist einfach nur krank. Okay, wir sind hier bei Let's Play Metzger-Simulator. Metzger-Simulator. Ja, man sieht die Körperteile auch nur rumfliegen. Harakiri. Verzaubert. Ich bin wie die Succubus. Die Succubus verzaubert ja auch. Oh hier, das ist auch noch ein schöner Punkt für die Pfeiler. Gibt mir Mana. Und da auch noch, guck mal. Ja, ja, oh, yo, yo. Sehr schön. Da unten haben wir eine Münzpresse liegen, dann werde ich mal hier am Rand. Dann mache ich mal da und da eine Pfeile. Eine da und da. Und zur Sicherheit von der Seite, aber ich habe kein Geld mehr. Oh, frisst das. Heute gibt's lila Bälle für Low. Lila Bälle für Low? Lila explodierende Bälle für Low. Kann tödlich so, sein. Wir besiegen alle hier unten schon. Ich habe gehört, das ist ganz cool. Oh, hinter mir ist ein Gnolljäger. Oh, die andere Seite, die ist auch gut besiedelt. Okay, gut, dass ich die Münzpresse hier unten hingestellt habe. Ja, die lohnt sich auch. Okay, jetzt kommen Wanner von der anderen Seite. Der erste ist down. So, zweite ist down. Ich oben, weil jetzt geht's hier gleich ab. Ja, ich sehe das schon. Oh, verdammt, Bombenviecher. Die musst du aus der Distanz am besten ausschalten. Ja, sonst gibt's ordentlich Kopfschmerzen und ich habe gerade keine Aspirin dabei. Und du bist fast tot. Ja, boah, da kommt noch ein Bombenviech. Lebe ich dich mal wieder. Okay, vielen Dank. Oder gib dir ein bisschen Energie. Energy. Ein bisschen Energy zum Wachbleiben. Du brauchst deine Energy. Ah, was kann man denn noch für die Zukunft erzählen? Bald machen wir eine kleine Talkrunde im Landwirtschaftssimulator. Einen kleinen Talk. Ein kleinen Talk, da könnt ihr euch bei mir oder bei Darkest melden. Wir wollen wahrscheinlich für jede Folge eine andere Person als, wie sollen wir sagen, einfach als Gesprächspartner. Ja, und dazu solltet ihr ein einigermaßen gutes Mikrofon haben. Genau. Damit man euch versteht. Es sollte schon, okay, es gibt auch gute Headsets. Wenn es von Logitech das ist, geht es auf jeden Fall. Am liebsten wäre es natürlich ein Großmembran-Mikrofon. Aber es ist kein Muss. Also, es also ist, ja genau, es ist ja auch nur ein Gastauftritt. Genau. Man sollte es verstehen können. Genau. Es bringt natürlich nichts, wenn man nur noch so ein So sieht's aus. Wir würden uns auf jeden Fall über Anfragen freuen. Ich würde sagen, wir werden uns dann auch so schnell wie möglich melden. Ja, denke ich auch. Und wenn was kommt, genau. Oder? Und wenn sich viele melden, werden wir dann random einen rausticken. Man kann ja irgendeine Tabelle machen, die über einen Algorithmus läuft, die dann halt zufällig irgendeinen rauspickt. Ist ja kein Problem. Ah ja, wir müssen ja die Horde entfesseln. Oh ja. Ich laber hier wieder um heißen Brei herum. Und ich will nur kämpfen. Und wir kommen hier gar nicht zum Zocken. Und Combo mal 3. 3, 3, 3. Genau, so, hinten anstellen. Ach, die haben doch keine Chance, die Orks.
Die sollen sich mal was Besseres einfallen lassen von Robo. Wie heißt sie? Wie heißen die Publisher nochmal? Robot Entertainment, oder? Ja, der Roboter, der uns am Anfang immer zu Tode erschreckt. Ich glaube, es ist Robot Entertainment. Ich habe mich übrigens gerade wieder zu Tode erschreckt, wo ich das Spiel gestartet habe. Ich habe dich doch noch gewarnt extra. Ja, ich habe da nicht mehr dran gedacht, ey. Das ist aber auch so killer laut. Obwohl, du hast heute auch, denke ich mal, fast eine Stunde gebraucht, bis du zur Aufnahme kamst, oder? Ja. Ja, ich habe ein bisschen beim Kollegen festgesessen und da mein Internet beim Handy gerade nicht funktioniert, konnte der Darkest nicht so wirklich Kontakt zu mir aufnehmen. Was aber kein Problem war, denn jetzt habe ich ordentlich dieses Puffer von Bomberman vor. Ja, das ist ja auch mal was. Bomberman! WhatsApp funktioniert ja leider nicht ohne Internet. Nee. Kommt bestimmt auch noch. Ah, weiß ich nicht, ob die das noch machen. Ja, weiß nicht, ab ein Jahr kostet das ja auch oder so, ne? Genau, ja, ab ein Jahr kostet man 89 Cent, ey, da ist ja nix. Ja. Muss man vorstellen, für SMS, was du da zahlst. SMS 19 Cent. Mhm. Und dann 89 Cent für ein ganzes Jahr und vor allem, du kannst da Daten drüber schicken und alles mögliche. Ja. Also, das ist sehr gut. Auch mit Leichtigkeit sehr, sehr gut. 89 Cent. Ja, okay, bei mir wäre das eigentlich relativ egal, da ich ja schon... Boah, warum lag denn das Game auf einmal so? Ja. Da ich ja schon eine Dings hab, eine Allnet-Flat. Okay. Und ich zahl so oder so nichts für Internet und SMS und allen Scheiß halt. Okay. Und alle Netze frei und so, ist eigentlich recht praktisch. Okay, jetzt eigentlich nicht mehr wegen WhatsApp. Ich bin auch überlegen, ob ich die Dings wegmache, die SMS-Flat. Weil ist ja eigentlich totaler Schwachsinn. Ja, eigentlich... Weil ich kenne keine Person, die kein WhatsApp hat. Das stimmt. Also wenn einer mal kein WhatsApp hat, schreibt in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Wer hat kein WhatsApp? Mal eine Umfrage starten. Was sollen die Leute eigentlich heute noch alles in die Kommentare schreiben? Ich weiß nicht. Alles. 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 Schreibt in die Kommentare, was ihr heute Mittag gegessen habt. Genau. Und welche Gewürze waren drin? Und schreibt mal das letzte Mal auf Toilette, oder? Apropos Essen, wie wär's denn mal mit einem Let's Eat? Let's Eat. Let's Eat, das wäre doch auch mal was Lustiges. Setz mich vor die Facecam und ess mal... Ja, dann machen... Man könnte ja mal aus Spaß sowas aus Thailand oder so bestellen und mal sowas machen über X-Split. Einen kleinen Livestream machen. Ist mal was anderes. Okay, ist ja auch nicht wirklich was anderes. Da gibt's ja schon zwei nette Typen, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, die das auch machen. Wir wollen ja nicht spoilern oder so. Jetzt spoilern wir denn? Ich möchte diese Namen nicht erwähnen. Okay. Du weißt schon, wen ich meine. Nö. Die brauchen keine Werbung mehr. Achso, ja, stimmt. Oh, ich habe 4000, was mache ich denn? Ach du Scheiße, ich habe mir auch schon vor lange nichts mehr gekauft. Ich werde hier unten nochmal einen zweiten Mana-Brunnen hinstellen. Naja, wo es denn geht. Oder vielleicht doch erstmal hier nochmal einen... Gehen die hier? Nach Scheiße, hier wollte ich doch eine Säurefalle hinstellen. Hier haue ich nochmal... Was haben wir denn hier? Genau, ein paar Drehkreuze. Ich habe ja noch... Boah. Drei Drehkreuze. Drehkreuze von K und K. Ich habe jetzt mal alles ausgegeben, was ich hatte. Ja, ich habe auch voll viel gehabt, das ging gar nicht. 4000 hatte ich. Ja, ich hatte auch knapp 4000, ich glaube 3700 oder 3800. Aber da kommen auch recht viele Ogas, die geben ja nice Punkte. Ja, wir haben aber auch sehr gut mit der Falle halt gearbeitet. Ja, also langsam kriegen wir das mit dem Spiel... Was ist denn? Da war ein Bombenviech, der stand auf einmal vor mir und ich war fast tot. Ach du Scheiße. Und okay, da kommt jetzt eine kleine Welle mit Ogern. Ja, und die Fallen... Kann ich mir meinen Mana ein bisschen... erholen, aber... Sie mussten sich erholen. Ja, die müssen sich immer mal ein bisschen erholen, die Fallen. Die Drehkreuze? Ja. Ach so. Siehst du ja, weißt du, jetzt sind sie gerade oben, siehst du. Und, Boah, ich kloppe hier noch einen Mana-Brunnen hin. Irgendwo. Ich kann hier keinen hinhauen. Scheiße. Oh, da kommt einer durch. Okay. Das kommt gibt's nicht. Aber ich glaube, es ist eh gleich rum. Ja, wir sind bei der neunten Welle. Oh. Das ist ja schon mal... Gegner sind hier.
Genau, das wird der letzte hier sein. Genau er hier. Und er wird verzaubert. Und auf Wiedersehen. Und da gibt es einen kleinen Backflip. Ja, und ich kann meine neue Waffe jetzt kaufen. Wie viele? Wieso zum Teufel? Okay, da ist schon wieder einer durchgekommen. Ne, mehrere sogar. Du bist sogar einmal gestorben doch. Ach ja, stimmt. Das hat 3 Punkte gekostet. So, mal gucken. So, 19 Zauber. Totenköpfe, das ist ja echt nice. Ich muss jetzt unbedingt mal meine primären Angriffswaffen verstärken. Ja, ich werde mir jetzt, boah, was hole ich mir? Vampirenschuh, Verwandlungsring, Windgürtel. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich den, ja, ich hole mir den Ring des Blitzes. Und so, die Pfeilwand auch noch. Der Ring des Blitzes, dann verstärke ich den nochmal. Gucken wir mal, was da so geht. Da ist er. Primärangriffe springen auf weitere Ziele über. Hm, das hört sich ja nice an. Blitzsturm unterkühlt jetzt auch manche Gegner. Dauer des Blitzsturms wird erhöht. Holen wir erstmal den Überspringer. Kaufen. So, da haben wir noch 4. Ich glaube, ja, 4 habe ich noch, aber die spare ich mir auf. Okay, ich bin ready. Du bist ready to go. Ich bin ready für, a break and for a KitKat. Meine Blase drückt. Deine Blase drückt? Ja. Dann würde ich mal sagen, gehst du am besten mal ein bisschen Pipi machen. Ja, würde ich auch sagen. Und Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Orcs Must Die 2. Haut rein, Leute. Haut rein. Macht's gut.